Regierungsstatthalter. Wir von der Schule Teufenthal wollten Sie fragen, ob Sie ein bisschen Geld spenden würden für einen neuen Schulbus. Nächstes Jahr kommen dann auch noch die Hornbacher zu uns in die Schule, weil sie zu wenig Schüler sind, um eine eigene Schule zu gründen. Wir haben dann auch zu wenig Platz im Schulbus. Die Buchner können ja auch mit dem Velo gehen, aber das ist dann im Winter besonders gefährlich und dann müssen sie noch früher aufstehen. Mein Traumschulbus sieht etwas so aus. Ich stelle ihn mir vor, er wäre bunt mit lustigen Kindern darauf. Er darf aber auch nicht zu bunt sein. Hauptsache er fährt und man fühlt sich sicher, wenn er durch unsere Übersicht... Sehr geehrter Herr Regierungsstatthalter, bin die Schüler aus dem Teufenthal, möchten uns einen neuen Schulbus zulegen. Denn der alte Schulbus ist schon ziemlich alt, er ist schon 16 Jahre alt. Und nächstes Jahr kommen auch die Hornbacher zu uns in die Schule. Das sind ungefähr 6 Schüler, Schülerinnen. Und also, das heißt für uns zu wenig Platz im Schulbus. Also brauchen wir auch so einen neuen Schulbus. Und im Hornbach sind auch sehr unübersichtliche, kurvenreiche und im Winter glatte Wege. Wenn Sie schon mal im Hornbach waren, dann würden Sie es sicher verstehen. Aber ich weiß natürlich auch, wenn wir einen neuen Schulbus bekommen würden, dass er nicht so wie der amerikanische aussehen kann. Oder so wie der bayerische Fußballmannschaftsbus aussehen kann. Der Schulbus ist auch nicht mehr sicher für die Kinder und für den Fahrer Erwin Witwer, der mitfährt. Aber ich hoffe, dass Sie, Regierungsstatthalter, uns eine kleine Summe geben für den neuen Schulbus. Danke Ihnen bis dorthin. Danke. Mit freundlichen Grüßen, Sandra Farnig.